Hallo liebe Kursteilnehmer, ich bin Kim. Wer mich in den letzten Jahren schon kennenlernen konnte bei verschiedenen Seminaren, der weiß, dass ich seit einigen Jahren schon bei der Hannelore Kohl Stiftung mitarbeite und vor 10 Jahren selbst als Teilnehmerin dabei war wegen einem Gehirntumor. Aber alles Mögliche hat sich danach getan und entwickelt und mittlerweile arbeite ich als Sozialpädagogin und mache eigene Workshops auf den Hannelore Kohl Wochenenden. Deshalb machen wir heute auch was Kreatives. Kommt mal mit. Ich habe hier einen kleinen Korb gepackt, den man auch unterwegs mitnehmen könnte. Und zwar habe ich ein Klemmbrett als Unterlage, ein paar leere weiße Blätter, eine Postkarte, die ich nachher brauche, um die Größe abzuzeichnen, eine Trinkflasche, weil ich genug Wasser trinken muss, ein Wasserbecher und eine Blume, die ich mir unterwegs gepflückt habe, die ich malen möchte, sowie mein Malkasten und ein Mäppchen, in dem ich Bleistift, schwarzen Stift und Radiergummi habe. Und damit ihr besser sehen könnt, was ich eigentlich tue, wechseln wir gleich mal kurz die Perspektive. Da wir eine Postkarte malen wollen, habe ich einfach eine mitgebracht und wir zeichnen die Umrisse kurz auf das Blatt. So. Damit wir so die Größe wissen, wo wir nachher ausschneiden würden. Als Motiv habe ich mir hier diese Rose gepflückt und da ich mir nicht so sicher bin, ob ich das auf Anhieb so hinbekomme, wie ich mir es überlegt habe, probiere ich es erstmal mit Bleistift. Es geht hier mehr um Umrisszeichnungen, deshalb ist es auch völlig okay, wenn ihr einfach mal erst ausprobiert, so ein bisschen hin und her malt. Das ändert sich ja nachher nochmal, wenn wir nochmal mit einem schwarzen Stift malen. Vergesst bitte nicht, dass es hier nicht um Perfektion geht, sondern eigentlich einfach um das persönliche Empfinden, wie man jetzt hier diese Rose auch sieht. Also, ich würde hier jetzt das Blatt so hinmachen, hier so ein kleines Blatt, hier nach vorne kommt wieder ein großes Blatt. Und dann machen wir hier noch im Hintergrund das andere, größere Blatt hier so hin. Das reicht schon mit Bleistift. Deshalb nehmen wir uns dann einen schwarzen Stift. Das ist ganz egal. Ich habe jetzt hier mal 2 mitgenommen, weil ich nicht wusste, ob der eine geht oder nicht. Und jetzt würde ich einfach, so wie es mir gefällt, die Linie nachmalen, die ich schön finde. Also die gefällt mir ganz gut. Dieses grüne äußere Blatt gefällt mir. Dann hier dieses längliche, was so nach unten geht. Dann steht hier drüben nochmal eins ab. Und hier hinten sieht man eins. Und dazwischen ist diese Rose, die jetzt hier auch so die verschiedenen Blätter hat. Dann geht der untere Teil hier so ab. Und ihr seht, es kommt überhaupt nicht drauf an, geschlossene Linien zu malen, sondern es ist mehr so eine Art Skizzieren. Aber jetzt möchte ich schon, dass man die Blattstruktur ein bisschen sieht. Es muss nicht perfekt sein, aber dass man hier so die Blattstruktur sieht. Hier hatten wir so ein kleines Blatt, das hat noch keine richtige Blattstruktur. Dann geht der Stiel nach unten. Hier nach drüben. Hier ist wieder ein großes Blatt mit einer Blattstruktur. Die ist jetzt so ein bisschen schräg geworden.
Das passiert auch einfach mal. Also, ich mache keine perfekt geraden Linien, sondern ich habe immer wieder so Zitterer oder Schlenkerer drin, aber das macht es halt einfach individuell. Das ist völlig in Ordnung, wenn das passiert. Ihr werdet schon noch sehen, am Schluss wird es trotzdem eine wunderschöne Postkarte. So. Zack. Und zack. So, hier vielleicht noch ein Blatt, weil hier noch so eine Lücke ist. Das erfinde ich jetzt hier hin. So, hier fehlt mir irgendwie noch was. So. Jetzt als nächsten Schritt würden wir einfach kurz wegradieren, was dafür Bleistiftlinien sind. Also mit einem guten Radiergummi müssten alle Bleistiftlinien auch gut wegzuradieren sein. So, und jetzt möchte ich euch den nächsten Vorgang zeigen, wie gut, dass ich immer Wasser dabei habe. Nehmen wir. So. Wir machen jetzt erstmal nur Wasser. Ganz viel Wasser. Also theoretisch kann man auch hier mal drauf tropfen. Das macht gar nichts. So. Und jetzt entscheiden wir uns für eine Farbe. Genau, wenn es zu viel war, was schon mal sein kann, kann man auch einfach da zur Not das Tempo hinlegen. Ich möchte gern lila als Verlauf nehmen, deshalb tupfe ich jetzt da einfach rein. Und ihr seht, durch das Wasser verteilt sich das erstmal. Weil ich ja will, dass es irgendwie auch trocknet, nehme ich jetzt wieder Wasser weg. Ja, genau, es war ein bisschen viel. Und mache hier mal einfach durch den Verlauf, der sich hier ergeben hat, nehme immer wieder Wasser dazu und verteile es einfach. Und nehme ein bisschen Lila mit rein. Hier ist noch ziemlich viel Wasser, das ist ganz gut. Da kann man jetzt nochmal so reintupfen. Nehme ein bisschen Blau unten mit rein. So wird mir das eigentlich ganz gut gefallen. Hier drüben noch ein bisschen. So. Als nächstes empfehle ich immer, es macht auch am meisten Spaß, ordentlich Farbe zu nehmen, gerne auch zu mischen und auf den Pinsel zu hauen und noch zu spritzen. Erstmal fertig mit unserer Postkarte, sie muss jetzt trocknen. So würde unsere Postkarte jetzt aussehen. Ihr könnt hinten ganz normal die Adresse hinschreiben, eine Briefmarke draufkleben, einen Gruß schreiben. Ich danke euch, wenn ihr das Video angeguckt habt oder jetzt Postkarten bastelt. Wir würden uns mega freuen, wenn ihr eure Postkarten an die ZNS Hannelore-Kohl-Stiftung schickt und wir dann vielleicht eine große Collage draus basteln können. Dankeschön!